Die WM-Dritte Pamelia Dutkiewicz kommt vor der Heim-EM der Leichtathleten in Berlin immer besser in Form. Die Wattenscheiderin steigerte sich beim Meeting in Luzern als Zweite im 100m-Hürdensprint auf eine persönliche Saisonbestzeit von 12,67 Sekunden. Dies war zugleich der zweitschnellste Lauf ihrer Karriere. Olympiasiegerin Brianna McNeil aus den USA war in dem Rennen bei 0,9 Meter Rückenwind in 12,44 nicht zu schlagen, Dritte wurde deren Landsfrau Christina Manning in 12,71 Sekunden. Platz 6 belegte Europameisterin Cindy Rohleder, die ihre Jahresbestzeit von 12,81 zum dritten Mal lief. Mit ihren 12,67 ist Pamelia Dutkiewicz, die wegen Rückenproblemen und eines Muskelfaserrisses erst verspätet in die Saison einsteigen konnte, die Nummer 3 in Europa. Schneller waren 2018 nur die Weißrussinnen Alina Thalai 12,41 und Elvira Hermann 12,64. Dritter über 110 Meter Hürden der Männer wurde der Tübinger Gregor Traber in 13,35 Sekunden. Im Speerwerfen musste sich Olympiasieger Thomas Röhler überraschend geschlagen geben. Mit 84,25 Metern belegte der Rio-Triumphator Platz 2 hinter dem Esten Magnus Kirt, 85,42. Röhlers Disziplinkollegin Kristin Husong sorgte derweil mit 62,65 Metern für den einzigen deutschen Sieg in Luzern. Als Vierte schaffte Ex-Weltmeisterin Katharina Molitor mit 61,91 Metern erstmals die Norm für die EM von 6 bis 12. August in der Hauptstadt.